Natürlich sind sie schon oft zur Ausbildung gefragt worden. Natürlich verändert sich der Mensch im Laufe seines Lebens und blickt auf die Dinge, die er damals vor 25, über 25 Jahren erlebt hat, machen wir etwas anders zurück. Wie würden Sie das heute sehen, diese Zäsur in Ihrem Leben, in der Geschichte der DDR? Naja, das sind drei große Punkte für mein kleines Menschenleben. Der erste Punkt, dass ich überhaupt in die DDR gegangen bin, mit 16 Jahren. Das betrachte ich von heute aus als das größte Glück in meinem ganzen Leben. Wenn ich fromm wäre, würde ich ihm oder griechisch gesprochen den Göttern dankbar sein dafür, dass sie mein Schicksal so hingebogen haben. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil ich doch in einer kommunistischen Arbeiterfamilie aufgewachsen bin in Hamburg. Na, einmal dürfen Sie raten, was aus mir geworden wäre hier in Hamburg. Da muss man keine große politische Fantasie haben und kein Romancier sein. Ich wäre ein Funktionär der DKP geworden, der Kommunistischen Partei. Ich wäre zweimal im Jahr in die DDR gefahren, auf Kosten der Arbeiter und Bauern. Einmal zur Erholung vom Klassenkampf und einmal zur ideologischen Runderneuerung, damit ich auf dem neuesten Stand der Parteilügen bin. Etwas poetischer ausgedrückt, sie hätten mir Zucker in den Hintern geblasen und Sand ins Gehirn und ich wäre immer mehr verkommen und verblödet. Keine schöne Lebensgeschichte, finden Sie nicht? Es ist besser gekommen. Ja. Aber dann kam Das konnte nur der besser Krieg. kommen, weil ich hingegangen bin, ohne Rückfahrkarte. Das heißt nicht als Revolutionstourist, der sowieso immer blöder zurückkommt, als er vorher sowieso schon war. Weil er glaubt, er sei in dem Land gewesen, in dem er gewesen ist. War aber gar nicht da. Er war in bestimmten Kreisen, wo er korrumpiert wurde, wo er belogen wurde, wo er instrumentalisiert wurde. Ja? Also das war das Beste für mich. Nicht für andere, aber für mich. Das zweite Gute, was ich auch der Partei verdanke, dass sie mich verboten haben. Das klingt jetzt sehr ironisch und ich meine es vollkommen unironisch. Wenn die mich nicht verboten hätten, und das muss ja nicht unter uns bleiben, dann wäre ich doch genau wie die anderen meiner Sorte, die es ja gab in der DDR, Volker Braun, Christa Wolf. Ich hätte auch versucht, Heiner Müller mich durchzueiern. Ich hätte versucht, schlau zu sein oder klug zu sein und wäre der Dumme gewesen. Die Musen hätten sich schaudernd von mir abgewandt. Das heißt, hören Sie sich mal aus rein experimentellen Gründen meine Scheiben an mit Liedern, die ich vor dem Verbot geschrieben habe und danach. Da muss ich Ihnen gar keine Vorträge halten. Da sehen Sie, dass durch die Verschärfung des Konfliktes dass ich auch keine Chance mehr hatte, schlau zu sein. Was ich ja gern gewesen wäre. Denn ich legte es nicht darauf an, verboten zu werden. Ich wollte ganz elegant irgendwie ganz gut durchkommen. Bisschen frech sein, bisschen vorsichtig sein, bisschen zu weit gehen, aber nicht zu weit, zu weit. So ist es dann aber nicht gekommen. Das heißt, das Verbot hat mich in eine existenzielle Situation geprügelt, mit einem Fußtritt, dass mir, wie wir in der DDR sagten, gar nichts Walter Ulbricht blieb, als voranzugehen. Verstehen Sie, wenn sowas passiert, dann hat man nur zwei Chancen. Entweder du ziehst den Schwanz ein oder du wirst frecher. Dazwischen bleibt nichts. Geht nicht. Entweder du knickst weg oder du gehst voran. Und der dritte Punkt? Der dritte Punkt war die Ausbürgerung.
Als es passierte, lief ich rum wie ein Gehängter und glaubte, mein Leben ist vorbei. Wissen Sie, woran Sie es schön deutlich erkennen können? Im Überschwang meines Selbstmitleides gab ich bei meinem Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln ein Buch heraus, das kriegen Sie zum Glück nicht mehr. Das hatte den pathetischen schwarzen Titel Nachlass 1. Das war nicht literarisch gemeint, sondern ich war fest überzeugt, dass mein Leben als Dichter, als Liedermacher, als Poet vorbei ist. Und ich wollte wie ein Toter meine Sachen ordnen, wollte im Nachlass 1 alles veröffentlichen, was bisher in einzelnen Lyrikbänden veröffentlicht war. Und dann sollte Nachlass 2 kommen, die Werke, die ich noch in der Tasche hatte, die ich noch gemacht hatte, die auch veröffentlicht werden sollten. Also ein Großteil dessen, was ich in Köln öffentlich vorgetragen habe, aber noch nicht gedruckt veröffentlicht hatte. Okay? Und dann wollte ich einen, wie man auf Neudeutsch sagt, Break machen und wollte zwar nicht sterben, aber als Liederdichter wollte ich sterben. Also mein Leben beenden. Ich dachte, ich habe Mathematik studiert, vielleicht kann ich irgendwo als Lehrer für Mathematik arbeiten oder irgendwas wird sich schon ergeben. Ich war überhaupt nicht todessüchtig oder triefend in diesem Sinne, nur dass mein Leben als der Biermann, der ich ja vorher dem nicht gewesen war, als ich anfing, der ich geworden bin, das war vorbei. Der Biermann war tot. Also gibt man den Nachlass raus, wie es sich gehört. Verstehen Sie? Und dann stellte sich das zum Glück als ein holder Wahn heraus. Pathetisch falsch. Ich wurde sehr schnell wieder gezottelt vom Leben im Westen. Ich lernte, wenn auch viel mühsamer, als Sie vielleicht denken, den Westen. Tappte herum wie ein Halbblinder in der ersten Zeit. Außerdem sorgte sich die Staatssicherheit im Westen mindestens so intensiv um mich wie im Osten. Nicht zu vergessen. Nur meine Akten wanderten dann zur Abteilung für Außenstasi. Markus Wolf heißt das auf Deutsch. Auch so eine Lichtgestalt der deutschen Geschichte. Es gab ja dann ein sehr großes Echo noch in der DDR. Schriftsteller, andere Künstler, Schauspieler haben dann Solidaritätsadressen, Briefe geschrieben. Es geht mir jetzt nicht darum, was vielleicht die Beweggründe des Einzelnen waren. Wie haben Sie aus dem Westen dieses Echo erlebt? Hatten Sie das Gefühl, dass da etwas aufgebrochen ist? Hatten Sie noch etwas Hoffnung, dass vielleicht sogar die Ausbildung rückgängig gemacht wird? Ja, das gebe ich selbstkritisch zu. Ich bildete mir allen Ernstes ein, dass die Bonzen der Parteiführung diesen noch nie vorher dagewesenen Druck widerstehen. Denn es waren ja nicht nur die berühmtesten Schriftsteller der DDR, die diese sogenannte Petition, also eine Bittschrift, die aber eine Drohung war, die nannte sich nur Bittschrift, veröffentlicht haben. Damit hatte niemand gerechnet. Übrigens die Schriftsteller selber nicht. Und was aber mindestens, wahrscheinlich noch wichtiger war, so wichtig, die sogenannten einfachen Leute, die keiner kennt, die Namenlosen, die Arbeiter, die einfachen Menschen, irgendwo in der DDR. Ich habe vor kurzem gerade erst eine Dokumentation aus der Stadt Halle bekommen, wo meine Oma Mäume übrigens herkommt und wo Margot Honecker auch herkommt, denn ihr Vater, Margot, hieß ja früher Feist, da würde ich noch später dazu kommen, war ein Hallenser Genosse. Und Sie haben eine Dokumentation aus Halle bekommen? Ja, zufällig. Hätte auch aus Erfurt kommen können oder Schwerin, aber kam nun mal zufällig aus Halle.
und finde dort eine erschütternde Geschichte. Ein Schlosser, 29 Jahre alt, in Halle. Der Name ist leider nicht rauszukriegen. Ich würde mich freuen, wenn ich den irgendwo mal, und wenn er zufällig das hier sehen würde und sagt, ich war das, will ich sagen, warum? Aus den Akten geht hervor, es hat so ein junger Mann mit einem Topf mit blauer Farbe und einem Pinsel sich irgendwann eine Wand geschlichen in Halle an der Saale und wollte die Losung schreiben, Biermann hat recht. Kam aber nur bis zu dem Wort Biermann hat R-E. Ich weiß nicht, ob die Farbe ihm ausgegangen ist oder ob irgendwelche Leute kamen und er weggelaufen ist. Das Kuriose an dieser traurigen Geschichte, erst 2 Jahre später, durch einen idiotischen Zufall, wie er manchmal passiert, hat die Stasi ihn identifiziert durch irgendwelche Farbanalysen. Und jetzt raten Sie mal mit Ihrem Westkoordinatensystem im Gehirn, was ihn das gekostet hat. Nicht unter 2 Jahren? 5,5 Jahre. Ich finde das relativ viel. Und er war auch kein Kabarettist. Sonst hätte er vielleicht bei der Verhaftung gesagt, ja, ich wollte ja schreiben, Biermann hat reaktionäre Lieder gesungen. Na, wenn er solche Witze gemacht hätte, hätten sie wahrscheinlich noch aufs Maul gehauen. Und dieser Mensch ist dafür eingesperrt worden. Und daran können Sie und sollen Sie bitte deutlich sehen, wie grauenhaft verschieden der Preis war, den die verschiedenen Protestanten gegen die Ausbürgerung bezahlt haben. Denn die berühmten Schriftsteller wurden grausam bestraft, die meisten, indem sie noch mehr Privilegien kriegten, als sie vorher hatten. Was ja auch gefährlich ist für einen Schriftsteller, weil es ihn kaputt macht. Westreisen, Dauerpass. Stefan Heim konnte jeden Tag, wenn er wollte, nach West-Berlin fahren und dort Bananen kaufen im Kaufhaus des Westens. Was ich nur aus einem einzigen Grunde hier so giftig erwähne, war das bei der Wiedervereinigung, als die Mauer fiel, öffentlich sich in widerlichster Weise lustig gemacht hat über diese dreckigen Ostidioten, die jetzt nur nach dem Westen laufen, um Bananen zu kaufen. Das war das Schäbigste, was man in so einer Situation überhaupt sagen kann, wenn das Volk endlich nicht mehr wie Karnickel abgeschossen wird an der Mauer. Oder übertreibe ich etwa? Also will sagen, der Preis, den die verschiedenen Leute gezahlt haben, war grauenhaft verschieden. Es gibt ein böses Wort, das sagt nach 76, 78, nach dem Exodus der ganzen Schauspieler, Liedermacher, Künstler, Schriftsteller, was blieb übrig in der DDR? Es war eh nur noch der Durchschnitt. Ist da was Wahres dran für Sie? Ach, wir hatten immer Angst davor, dass die Witzbolde recht behalten, die spotten, DDR heißt der dumme Rest. Das war ein geflügeltes Wort in der DDR. Und erstens muss man sagen, das stimmt nicht. In so einem Volk wachsen immer wieder lebendige, starke, kluge, tapfere Leute nach. Wissen Sie, was der Beweis ist für meine Behauptung? Dass die Stasi so riesengroß war. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die so viel Geld rausgeschmissen hätten für so viele Spitzel. Wenn das Volk nicht so frech gewesen wäre. Das waren doch keine Dummköpfe. Die konnten auch bis 3 zählen. Die wussten auch, was eine DDR-Mark wert ist. Und hätten sie lieber für was anderes ausgegeben. Wenn man so viele hauptamtliche Spitze und Stasi-Offiziere und Personal bezahlt, die ja auch alle essen und Frauen und Kinder haben,
die zur Schule gehen. Na, dann muss sich das ja für die auch rechnen, oder nicht? Daran können Sie schon sehen, dass es eher für die DDR spricht, dass es so viele ehrliche, tapfere, aufsässige, unangepasste Menschen gab. Die Stasi ist der Beweis dafür.